Willkommen bei der Haarcam. Ich muss jetzt mal stehen bleiben, ich kann nicht mehr laufen. Wenn du die Arme und die Baby, weißt du, kann ich mich so hinstelle? Oder so? Oder so? Mach ich auch lieber. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Die Prüfungen für dieses Semester sind mal wieder geschafft. Ich muss echt sagen, dass ich dieses Mal wirklich viel mehr gemacht habe wie sonst. Ich steigere mich da einfach immer so von Semester zu Semester. Ich meine, irgendwann muss man ja auch fertig werden nach 30 Jahren oder wie lange ich halt schon studiere. Und jetzt könnte man wieder richtig fett Party machen, verstehe ich. In dieser Prüfungszeit ist das Schlimmste einfach die täglichen Videos zu halten. Also vom Aufwand her, das ist das Schwierigste. Aber jetzt habe ich ja endlich wieder Zeit und kann auch vielleicht mal einen Kilometer voraufnehmen, dass ich mal eine Woche irgendwie schon aufgenommen habe. Dass ich mir nicht jeden Tag was auf den Finger zauge, muss ich. Das Knife-Giveaway kommt jetzt bald, ja. Ich kann das jetzt endlich ausarbeiten. Jetzt werden viele Sachen kommen. Die ganzen Musikvideos, die noch anstehen. Die Musikstücke an sich, hin und her. Der ganze Kram. Endlich kann ich mich dran setzen und wirklich wieder Herzblut reinhängen und da was ausarbeiten und nicht immer nur. Doch bevor dieser ganze Kram startet, muss ich einfach mal wieder sagen, wir sind wieder an der Stelle angekommen. Wir haben es mal wieder geschafft. Ich muss euch einfach mal wieder danken, Leute. Vielen Dank für alles, was ihr bis jetzt mir und dem Kanal und dem Twitch-Account und dem ganzen anderen Scheiß ermöglicht habt. Eure ganzen Spenden, eure Interaktionen. Bombig, Kinder, bombig! Vor ein paar Tagen habe ich ein Video hochgeladen, da habe ich mich über die Likes von den Videos davor gefreut. Und ihr habt auf dieses Video einfach innerhalb von 24 Stunden 110 Likes drauf gekloppt oder so, also 100 plus. Und jetzt sind es fast 200 nach 2-3 Tagen. Also es ist abnormal. Und selbst die Sachen, die euch nicht so extrem interessieren, ich weiß, ihr schaut gerne Counter-Strike. Der Großteil von euch schaut gerne Counter-Strike. Es gibt ja noch so einen Teil, der mich einfach immer gerne schaut, egal was ich mache. Und auch dieser Teil wächst immer weiter. Ihr gebt euch immer mehr mir hin. Und liked und schaut und kommentiert auch andere Dinge, jetzt wie Garry's Mod oder Black Ops 2 oder irgend so ein Kram. Wobei ich nicht jetzt speziell alte Videos meine. Also es gibt einige von euch, die tatsächlich durch meine ganzen alten Videos durchgehen, die ich noch mit Big Walling gemacht habe. Über 200 Folgen Minecraft und sowas. Sondern es geht mir auch um die aktuellen, natürlich. Allein diese Infovideos hier sind früher sehr, sehr schlecht gelaufen. Also ich meine, Infovideos an sich, das sehen Leute eigentlich nicht gern, ne? Wenn man sagt, ich habe übrigens Informationen zu mir. Da denkt man dann immer direkt, oh, der Eingebildete, was labert denn jetzt wieder, hä? Ich habe mir einen neuen Audi gekauft und einen Porsche. Naja, also meine Gurke, mein Hyundai, mein kleiner alter Hyundai läuft wieder gescheit. Aber darum geht's ja gar nicht. Meine Informationen betreffen ja immer uns, so im Gesamten. Wir sind nur eine Community, ja? In den letzten paar Tagen schreiben mir immer mehr Leute, hey, ich spiele gerade bei Counter-Strike auf einem One-on-One-Server und habe jemanden getroffen, einen Dummbabbler. Oder jemand anderes sagt, hey, ich habe auf so einem Garry's Mod Bau-Server irgendwas vor mich hingedödelt und auf einmal ist da jemand, der dich auch guckt. Es haben sich schon Freundschaften gebildet über die Steam-Gruppe. Es ist so einfach so geil, Leute. Wir sind so, Simmer. So, zusammengebumbet. Das ist cool, dass wir einfach eine richtige Community sind. Nicht jetzt irgendwie Künstler und Zuschauer, sondern eins. Einfach krass. Ich wollte eigentlich noch viel mehr sagen, aber ich bin da gerade so überwältigt. Die Livestreams werden auch immer krasser, Leute. Die Livestreams werden immer, immer krasser. Wir haben zwischendrin natürlich schon immer mal so Peaks gehabt, ne, wo wir plötzlich 20 hatten, plötzlich 40, plötzlich 70. Aber dieses Grand, dieses normale Zuschauerfeld hat sich im Moment echt auf 50 eingepegelt, was schon richtig, richtig geil ist. Wenn ich keine Werbung dafür mache, sind wir so zwischen 40 und 50. Wenn ich auf Facebook und in der Steam-Gruppe, in der wir ja fast 400 Leute sind, Bescheid gebe, dann haben wir easy die 50 eher noch mehr. Also das ist krass. Übrigens, heute Abend Livestream, gell? 19.30 Uhr geht's wieder los. Vielleicht werde ich etwas abgeschafft sein, weil ich halt die letzten paar Wochen sehr wenig geschlafen habe, sehr viel Stress, sehr viel gemacht, pipapo. Aber hey, ich habe es jetzt mal wieder geschafft. Ja, mir fehlen jetzt, wie gesagt, gerade die Worte. Ich bin jetzt einfach wieder so gefüllt mit, wow, ich habe jetzt so viel Zeit und muss so viel machen und kann so viel machen und will so viel machen. Ich denke, ihr wisst auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Ich muss jetzt mal stehen bleiben, ich kann nicht mehr laufen. Mit und die Arme und die BW, weißt du, kann ich mich so hinstellen? Oder so? Oder so? Mach ich auch lieber. Ich hoffe, dass wir heute Abend auch wieder zahlreich erscheinen. Mal gucken, ob ich noch Zeit habe, dann dafür Werbung zu machen für den Livestream. Ich esse jetzt erstmal was, meine Freundin kommt dann noch und so. Meine Horn sehen gerade ultra lustig aus. Willkommen bei der Haarcam. Soweit, so gut. Vielen Dank für alles. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.